Willkommen auf meinem GIMP-Kanal zu einer neuen Episode. Mein Name ist Michael. In diesem Tutorial möchte ich gerne zeigen, wie man Leuchtkraftmasken erstellen kann und dementsprechend dann auch Fotos damit bearbeiten kann. Im Englischen sagen sie Luminosity Mask, ja, oder Luminanzmaske bedeutet eigentlich Leuchtkraftmaske, ja. Und ich habe dazu diese Vorlage gerichtet. Ich gebe euch den Link dazu in die Beschreibung des Videos mit hinein, dann könnt ihr das nachbauen. Und ja, wir beginnen damit, dass ich hier den Hintergrund zweimal dupliziere. Und hier oben schreibe ich erst einmal hinein, temporär. Ja, so, temporär. Naja, gut. Temporär. Alles klar. So, wir schalten jetzt die unteren beiden Ebenen aus, gehen auf Farben, entsättigen und hier nehmen wir Leuchtkraft, also Luminanz, ja, und bestätigen mit OK. Nun haben wir dieses Bild in ein Schwarz-Weiß-Bild umgewandelt. Als nächstes suchen wir uns hier oben unseren Kanaldialog und jetzt haben wir hier die RGB-Kanäle. Diese Kanäle haben nun dass wir eben das Foto in Schwarz-Weiß umgewandelt haben, alle die gleichen Informationen. Das heißt, egal welchen Kanal wir auswählen, in allen Kanälen ist die gleiche Information. Deshalb markiere ich hier mal den blauen Kanal, halte den mit der linken Maustaste gedrückt fest und ziehe ihn hier unten in das Feld hinein. Und diesen Kanal, den nenne ich erst einmal Lichter, also Leuchtkraft, Lichter. Ich mache das ein bisschen kürzer. So, nun haben wir diese Auswahl hier und von dieser Auswahl wollen wir jetzt erst einmal ja, Lichter abziehen. Das heißt, separieren in eigene Kanäle. Das bedeutet, wir gehen hier hin, gehen auf Auswahl, alles, ja, oder STRG, also Control und A, dann haben wir das auch, die marschierenden Ameisen. Rechte Maustaste auf den Kanal von Auswahl abziehen. Ja, so. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt haben wir hier diese marschierenden Ameisen in den Lichtern. Die sind nun ausgewählt. Jetzt gehen wir auf Auswahl, in Kanal speichern. Jetzt haben wir hier den ersten Kanal, den wir hier abgezogen haben von den Lichtern. Den nenne ich Lichter 1. Okay? Nun markieren wir wieder unseren Lichterkanal. Rechte Maustaste von Auswahl abziehen. Jetzt vergrößert sich die Auswahl der Lichter, Auswahl in Kanal speichern und das nennen wir hier Lichter 2. 2. Okay. Wir können, wenn wir wollen, noch einen Lichterkanal machen. Nochmal, wir können das, müssen wir aber nicht. Können wir aber Lichter von Auswahl abziehen. Wird es noch größer ein bisschen. Auswahl. In Kanal speichern und nehmen den Lichter 3. Muss aber nicht sein, deswegen nehme ich den wieder raus. Ich wollte nur zeigen, es geht also in der Richtung immer weiter. Kanal löschen brauchen wir nicht. So, jetzt gehen wir erst einmal auf Auswahl nichts. Jetzt haben wir die hellen, also die Lichter, die hellen Bereiche abgezogen. Und was wir jetzt machen wollen, wir wollen von dieser Ebene, von unserer Lichterebene, die dunklen Bereiche abziehen. Und dazu gehen wir hin, rechte Maustaste, Auswahl aus Kanal, dann haben wir hier wieder unsere marschierenden Ameisen und gehen auf die obere Ebene mit der rechten Maustaste von Auswahl abziehen. Jetzt ziehen wir das von der oberen Lichtermaske ab, Auswahl in Kanal speichern und schon haben wir hier unsere Tiefenmaske, unsere erste Tiefen nenne ich die. Und die ziehe ich jetzt hier herunter. Hier haben wir unsere marschierenden Ameisen noch. Dann rechte Maustaste auf die obere Ebene, Auswahl abziehen, von Auswahl abziehen, in Kanal speichern. Jetzt haben wir unsere Tiefen 1 Maske. Und jetzt ziehe ich die wieder hier nach unten, markiere den Kanal. Rechte Maustaste auf die Lichter 1 Ebene, von Auswahl abziehen, Auswahl in Kanal speichern. Und das nenne ich jetzt hier Tiefen 2. So. Und die ziehe ich hier unten hin und gehe auf Auswahl nichts. So, jetzt haben wir drei Lichter. 1, 2, 3 und 1, 2, 3 Tiefen. Ja, okay. So.
Und nun können wir uns oder erstellen wir uns nochmal eine Maske und zwar aus den Mitten. Das heißt, die mittleren Farbbereiche, Tonbereiche dieses Bildes, die wollen wir auch, für die wollen wir auch eine eigene Maske machen. Deshalb gehen wir hin. Rechte Maustaste auf diese Lichterebene. Auswahl aus Kanal. Da haben wir wieder hier unsere marschierenden Ameisen. Rechte Maustaste auf die Lichter 1 Ebene oben und Schnitt oben Ebene und Schnittmenge bilden. Jetzt haben wir eine Schnittmenge gebildet zwischen allen Kanälen hier. Ja? Auswahl im Kanal speichern. Und das wäre jetzt unsere Mittenebene. Deswegen nenne ich die einfach Mitten. Ja? Und ziehe die einfach mal hier unter die Lichter. Da haben wir hier Lichter, Mitten und Tiefen. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir bringen diese Lichter, die beiden oberen Lichterebenen, Masken oder Ebenen, in die richtige Reihenfolge. Bedeutet Lichter, Lichter, Lichter. Dann haben wir die Mitten, Tiefen, Tiefen 1, Tiefen 2. Okay. Ich hoffe, das Prinzip wurde verstanden. Ansonsten nochmal nachschauen. Ja? Nun rufen wir wieder unseren Ebenendialog auf. Diese temporäre Ebene, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Die lösche ich einfach hier. Ebene löschen. Und das hier nenne ich nun mal, die Ebene hier nenne ich Tiefen. Lichter und unsere Lichterebene. Ne? Tiefen und Lichter. So, den Hintergrund, den dupliziere ich noch einmal. Und nun schalte ich mal alle Ebenen ein. Und schalte die obere Ebene aus. Markiere die zweite Ebene von oben. Und jetzt werden wir erst einmal unsere Tiefenmaske hier, also für die dunklen Anteile und so weiter, beziehungsweise werden wir jetzt hier einrichten. Rechte Maustaste auf diese Ebene. Ebenenmaske hinzufügen. Und jetzt sieht man schon hier unten haben wir einen Dialog, Kanal, wo wir unsere Masken erstellt haben im Kanaldialog. Also das, was wir soeben gemacht haben. Und hier nehme ich die Tiefenmaske 2, Tiefenmaske 1 und füge die hier hinzu. Und ja, jetzt wollen wir mal schauen. Markieren wir die obere Ebene, rechte Maustaste. Ebenenmaske hinzufügen und hier suchen wir uns die Lichter 1 Ebene und fügen die hinzu. Wenn wir jetzt hier ausschalten, die obere Ebene und hier die Hintergrundkopie, dann haben wir nur noch diese Tiefenmaske und hier sieht man, in dieser Tiefenmaske sind die ganzen Lichter drin und da können wir jetzt zum Beispiel mit Farben einfärben. Ja, ich mache das mal, schalte die untere Ebene zu. Da wird sich nicht so viel ändern. Für ein bisschen geht es ja ein bisschen mehr ins Grünliche, weil auch das hier, sagen wir mal, relativ wenig ist von der Auswahl. Aber ich ziehe das einfach mal nach oben mit der vollen Sättigung und mit der vollen Helligkeit und bestätige mit OK. So, im nächsten Schritt schalten wir die Lichterebene zu. Und hier können wir die mal ausschalten, die anderen. Und hier sieht man, hier ist der Rest, den wir ausgewählt haben, in der Ebene drin. Und diese Ebene, die werden wir jetzt ein bisschen bearbeiten und zwar indem wir die ein bisschen auch einfärben und so weiter. Da gehen wir einfach hin, rufen uns GMeeG auf, machen hier mal auf Groß, suchen uns bei Colors, also bei Farben, Color Grading und hier haben wir ja verschiedene Möglichkeiten. Als allererstes würde ich vorschlagen, bringen wir hier mal ein bisschen Klarheit hinein. Ne, ziehen wir hier unten bei dem Clarity ein bisschen auf. Den Gamma-Kanal kann man ein bisschen erhöhen. Bei den dunklen Bereichen ziehen wir die erstmal ganz auf. Vielleicht gehen wir mal zurück auf 15%, dass es nicht ganz so arg ist. Dann bei den Highlights schauen wir mal, gehen wir ein bisschen zu noch. Die Schatten nehmen wir ein bisschen raus. Und ja, bei der Sättigung des Gamma-Kanals können wir noch ein bisschen schauen, ob wir da ein bisschen rausnehmen, dass das nicht ganz so brutal ist. Schauen wir mal, ne? Wir können den hier ganz hochziehen, aber das will ich nicht. Und bei der S-Kurve, beim Kontrast, nehme ich den auch ein bisschen zurück. Und bestätige mit, okay. So, jetzt haben wir das gemacht, also haben wir hier eingefärbt und hier unten erstmal eingefärbt und hier oben haben wir
wie gesehen, mit diesem Color Grading eingefärbt und verändert, beziehungsweise nicht eingefärbt, sondern Kontrast erhöht und Helligkeit und so weiter. Jetzt dupliziere ich die Hintergrundebene noch einmal und gehe hier hin, rechte Maustaste, Ebenenmaske hinzufügen und jetzt nehmen wir uns unsere Mitten und ich bringe die mal in die mittlere Position, markiere die vordere Ebene, also nicht die Maske, sondern muss gucken, dass das Bild markiert ist, gehen auf Farben, Helligkeit, Kontrast und jetzt können wir mal schauen, wie weit wir hier noch was verändern können. Ob sich da noch was tut, zurücksetzen, abbrechen. Gehen wir mal auf Werte. Und hier ist bei den Werten, da sieht man, verändert sich die Helligkeit noch ein bisschen. Und machen wir hier ein bisschen raus. So ein bisschen. Okay. Und ja. So wären wir eigentlich im Grunde genommen fertig. Jetzt kann ich hier rechte Maustaste auf die obere Ebene, sichtbare Ebenen vereinen. Jetzt können wir uns hier mal den Unterschied anschauen. Nicht? Man sieht also hier deutlich, wenn ich hier das fertige Bild anwende, wie sich das hier in den Lichtern und in den Schatten verändert hat. Und jetzt können wir das natürlich noch weiter bearbeiten, indem wir einfach hingehen. Sagen wir mal filtern, Gimmick erneut aufrufen und hier das zurücksetzen. Und hier können wir dann nochmal mit den Kontrasten ein bisschen arbeiten, mit der Helligkeit, mit den Highlights hinzufügen, nochmal Schatten rausnehmen, bisschen die Kurve hochziehen oder herunter. Je nachdem, die Sättigung, den kann noch weiter herausnehmen. Ein bisschen raus. Bisschen mehr Wärme dem Bild geben, wieder ein bisschen mehr Klarheit hineinbringen, ein bisschen Kontrast. Und wenn wir wollen, können wir mal versuchen, hier über den Tonemapper noch ein bisschen Tonemapping zu betreiben. Aber letztendlich würde ich sagen, können wir das so lassen und bestätigen mit OK. Man sieht es hier auch wieder deutlich, wie sich hier wie die Veränderung vorgenommen wurde, sozusagen. Schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen Lichter nach vorne bringen können. Und ja, so, nun haben wir hier über unsere Leuchtkraftmaske dementsprechend die Leuchtkraft anders dargestellt, eingefärbt, erhöht. Je nachdem. Ihr könnt, wenn ihr den Ebenendialog noch offen habt, könnt ihr auch mit Deckkraft spielen. Ja, also wenn die Ebenen noch vorhanden sind, da könnt ihr in den einzelnen Ebenen mit Deckkraft spielen oder Überblend-Modi und so weiter. Ich könnte jetzt noch eins machen. Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen weiter bearbeiten, indem ich hier hingehe, mache das mal zu und gehe mal auf Details, gehe mal auf Dynamic Range Increase. Schauen mal, bestätige mal mit OK und dann machen wir noch ein Tonmapping. Das mache ich jetzt ganz spontan, das war eigentlich gar nicht geplant, aber weil ich gerade so viel Spaß habe an der Geschichte, mache ich jetzt hier noch zusätzlich ein Tonmapping. Wäre dann praktisch ein eigenes Tutorial eigentlich, aber ich hänge das dann einfach noch dran und ja, jetzt duplizieren wir die Ebene hier 1, 2, 3 Mal. Ja. Jetzt gehen wir hin. Farben entsättigen. Ganz normal entsättigen. Farben invertieren. Und dann gehen wir auf Filter, Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner. Hier nehme ich mal einen Wert von 15. 15. Bestätige mit OK. Stelle hier die Ebenendeckkraft auf 65% und gehe mal auf Überlagern. Rechte Maustaste nach unten vereinen und
Ja, bearbeiten, rückgängig, bearbeiten, rückgängig, bearbeiten, rückgängig, bearbeiten, rückgängig nach unten vereinen, weil wir müssen ja erstmal das nach unten vereinen hier so und dann stellen wir hier unseren Ebenenmodus auf Überlagern, vielleicht in dem Fall eher auf Bildschirm und 1, 2, 3. Und hier können wir jetzt auch noch mal mit der Deckkraft der einzelnen Ebenen spielen. Ich gehe mal hier auf 50%, 50%, 50% und hier auch auf 50% vielleicht, 50%. Vielleicht können wir auch mit einer Ebene hier überlagern, arbeiten und schon sieht die Sache ziemlich cool aus. Rechte Maustaste auf die obere Ebene, sichtbare Ebenen vereinen. Jetzt haben wir hier noch schnell ein Tonmapping gemacht. Ursprungsfoto, dann mit Luminanzmasken, Leuchtkraftmasken bearbeitet und hier mit Tonmapping. Okay, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Wenn euch das Tutorial Freude gemacht hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Ja, schreibt mir vielleicht einen Kommentar. Und für die Neuen, die hierher gekommen sind, ja, vielleicht lasst ihr mir ein Abo da, das würde mich auch sehr freuen. Und vielleicht könnt ihr meine Videos mal zur Diskussion stellen. Das würde mich auch sehr freuen. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich mache das nochmal. Original. Dann mit der Luminosity Mask oder Luminanzmasken. Und hier mit dem Tonmapping. Und hier haben wir nochmal diese Tiefen und Lichter, wie ich es am Anfang gezeigt habe. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.